So, dann wollen wir doch das Rezept direkt einmal zum Strickhändler bringen. Tja, leider zum Strickhändler, nicht zum Therapeuten. Der hätte doch hier jetzt auch mal ein Rezept ausstellen können für Medikamente, oder? Das wäre irgendwie toller gewesen. Okay. Strickladen. Und ich sage mal, das ist kein Geschäft, wo man Strickzeug kaufen kann. Rezept. Toni hat von ihrem Therapeuten ein Rezept bekommen. Suspendan, Hals- und Wirbelsäule, Akutpforte. Einmalige Anwendung. Das ist schon witzig, diese Beschreibung. Ich habe hier ein Rezept für einen Strick. Darf ich mal sehen? Ah ja, so einen habe ich noch auf Lager. Hier, brauchen Sie vielleicht noch Imprägnierspray? Zu dieser Jahreszeit kann es an manchen Brückengeländern noch recht feucht sein. Das ist schon in Ordnung. Moment mal, das ist ja nur ein Schnürsenkel. Tja, ein besseres Modell übernimmt Ihre Krankenkasse leider nicht. Tut mir leid. Das wollte ich gerade sagen. Wer zahlt das Ganze, die Krankenkasse? Ja, offensichtlich schon. Wie Schnürsenkel, das ist doch ein guter Strick. Damit könnte man nicht mal einen Schrumpfkopf erhängen. Ja, Mist, was machen wir denn dann damit? Ich dachte, jetzt könnte man damit das Baby retten. Ich versuche das trotzdem mal. Das heißt, ich schau mal schnell bei Barry vorbei. Gute Neuigkeiten. Ich habe ein Motiv. Echt jetzt? Was ist es? Komm mit, ich zeig's dir. Oh je, das ist aber hoch. Heul nicht rum und halt den Fotoapparat bereit, weil ich das, was ich jetzt tue, nur einmal tun werde. Es sei denn, das Foto wird nicht gut. Na, dann machen wir es nochmal. Ein kleiner Strick, ein kleiner Kopf. Da kommen mir böse Gedanken. Okay, gucken wir erstmal, ob wir das hier festhaken können. Ja, genau. Das wird eine wunderschöne Falle. Perfekt. Rufus? Bist du sicher, dass eine Schlingenfalle hier die beste Option ist? Na sicher bin ich mir sicher. Das ist wie bei den Cowboys. Du magst doch Cowboys, oder? Ich mag Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Baby in eine Schlingenfalle locken würde. Ja, weil er kein echter Cowboy ist. Lass mich einfach mal machen, okay? Und halt den Fotoapparat bereit. Ah, das kann eigentlich nur böse enden. Die Falle ist gestellt. Jetzt muss ich den Säugling nur noch heroisch hineinlocken. Aber naja, wenn wir Rufus sind, machen wir es einfach trotzdem. Komm, put, 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 put. Will der liebe Babybose mit mir spielen? Jetzt sitzt er in der Falle. Und? Wer ist jetzt der Klügere? Ja, Moment mal, der muss das ja aber auch so bauen, dass man das einziehen kann. So bringt das doch noch gar nichts. Vor allem, ich kann jetzt nicht am Strick ziehen, um ihn einzufangen. Warum nicht? Die Falle ist gestellt. Jetzt. Hey, hey, hey! Ja, genau. Warum kann ich jetzt nicht einfach dran ziehen, während er da drauf saß? Da hätte man ihn doch gefangen. Und vielleicht dabei erhängt, aber. Muttermilch, da fehlt noch der passende Köder. Ich denke, das wird auch ohne Köder funktionieren. Ja. Ach, Mist. Das war so eine gute Idee. Jetzt sitzt er in der Falle. Und? Wer ist jetzt der Klügere? Aber er sitzt doch gar nicht in der Falle. Gehört das noch zum Plan? Ich verstehe dich nicht. Was willst du mir sagen? Vielleicht zeigst du einfach drauf. Und ich dachte, man kann in Adventures gar nicht sterben. Und ich dachte, der Strick ist so klein, dass er nur bei Schrumpfköpfen funktioniert. Ich verstehe dich nicht. Was willst du mir sagen? Vielleicht zeigst du einfach drauf. Das Seilende? Ich weiß nicht, ob ich das kann.
Schon gut. Ich komm ja schon. Oh, nur Mut, Barry. Nur nicht runtergucken. Nur nicht. Oh. Ich hab's geschafft. Ja. Und ich konnte sogar helfen. Helfen? Genau. Wenn du fertig bist, dir eine Scheibe von meinem Erfolg abzuschneiden, könntest du dann endlich das Foto machen? Bist du dir sicher? Ich kann mich ja auch so schon kaum halten. Mach das bescheuerte Foto! Na gut, das Foto. Na, das hat doch prima geklappt. Findest du? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das Ganze ausgegangen ist. Dann hast du ja das Beste verpasst. Habe ich ein Foto gemacht? Und was für eins. Ich borge es mir kurz aus, okay? Ich weiß, was auf dem Foto zu sehen ist. Nämlich dasselbe wie auf dem dritten Bild von unserem lieben Therapeuten. Ein Rufus mit einem Dreizack, nämlich diesem dämlichen Haken, und dem Baby in der Hand. Das ist genau das. Das würde sich gut über dem Kamin machen. Ich hoffe zumindest, dass wir auf Elysium einen Kamin haben. Wo soll ich sonst mein Schießpulver trocknen? Und das Baby haben wir auch dabei. Zur Strafe kommt er heute ohne Socken ins Bett. Na wunderbar. Das haben wir echt cool durchgezogen. Meinst du? Na klar. Ich habe das Kind gerettet und du? Du kannst es bezeugen. So dumm, dass ich mich kaum an etwas erinnere. Das Einzige, was ich mich frage, ist ja, wie die Schlinge von seinem Hals runtergekommen ist, als Barry dran gesprungen ist. Das war irgendwie komisch. Naja, ich denke, das Bild zeigen wir am besten mal Toni. Na? Na, Kleine, kommst du öfter her? Was ihr Therapeut kann, kann ich schon lange. Immerhin habe ich die ganze Vorarbeit geleistet. Achso, nee, Quatsch. Wir zeigen das natürlich Boso. Hier lang. Dann noch ein bisschen hier lang. Oh, das Baby könnte man eigentlich mal abliefern, oder? Hallo? Auf diesem Bild hat er schon wieder Nasenbluten. Der Arme. Ich habe Baby Boso gerettet. Zu seiner Verteidigung, das Pony war auch wirklich ein Wildfang. Dann eben nicht. Dann gebe ich es halt dem Briefträger. Ist vielleicht eh von ihm. Damit bin ich hier an der falschen Adresse. Hey, Sie haben über Rufus Witze gelacht. Du, Opa? Komm mir nicht in die Quere, Junge. Einige meiner geheimen Zutaten sind hochexplosiv. Und ich muss mich schon genug konzentrieren, um meinen Papa Parkinson im Zaum zu halten. Ja, dann halt nicht. Oh, der Opa kann doch gut kochen, oder? Du, Opa? Komm mir nicht in eine... Okay. Der möchte nichts haben. Zu Bosos Bett. Hey, Boso! Was erkennst du auf diesem Bild hier? Ich will doch einfach nur... Das ist der Teufel! Blödsinn, das bin ich. Und ich bin dabei, ein Kind in der Not zu retten. Mann, du hast ja echt nicht alle Tassen im Schrank. Ja, die Antwort mit dem Teufel, da hätte man auch selber drauf kommen können, Rufus. Echt jetzt? Ja, nimm. Keine Sorge. Ich passe auf deinen kleinen Bruder auf, solange du ausgenockt bist. Nein! Keine Panik. Ich kann gut mit Kindern. Ich werde ihm ein paar Tricks beibringen. Er kann mir zum Beispiel bei meinem Sägetrick assistieren. Nein. Ach komm, da kann nichts passieren. Baby Boso ist doch viel kleiner als du. Das hat er irgendwann schon mal gesagt, aber da hatten wir Baby Boso noch nicht im Inventar. Bisschen Milch? Mama Boso hätte die ruhig mal beschriften können. Bisschen Hormone. Damit er auch so eine Oberweite bekommt wie sein Bruder? Das wollen wir lieber lassen. Ein Job? Die Welt zu retten ist kein Babykram. Ach. Ich gebe das Kind mal weiter. Den behalte ich lieber bei mir. Er ist mir immerhin schon einmal ausgebüxt. Ach,
Schade. Vielleicht wollen die zwei ja Baby Boso? Die Oma war doch ganz begeistert von dem. Diese Gruftis bekommen gar nicht. Laut, ich nehme. Ja, okay. Dann erst mal zum Therapeuten. Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Schon wieder? Na gut. Bringen wir es hinter uns. Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut, warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Das ist, zu dem weiß ich halt noch nichts. Ich weiß nicht, ob ich das auch noch brauche, weil eigentlich bricht er immer erst nach dem dritten ab. Gut, Elysium, wie es majestätisch über Deponia thront. Tja, das hatten wir ja schon, zumindest so ähnlich. Kommen wir also zum nächsten Bild. Was erkennen Sie hierauf? Das ist ja furchtbar, warum zeigen Sie mir das? Interessant. Können Sie mir sagen, warum Sie so degutiert reagieren? Puh. Keine Ahnung. Vielleicht was mit Komplexen. Weil ich irgendwelche Komplexe habe vielleicht. Ich meine, ja, ganz sicher. Ich habe ganz dolle Komplexe, die man unbedingt medikamentös behandeln muss. Es ist noch zu früh, um eine abschließende Diagnose zu stellen. Ein Bild haben wir ja noch. Das ist der Teufel. Ein gut aussehender Teufel, zugegeben, aber nichtsdestotrotz. Der Teufel. Verstehe. Schade. Zwischenzeitlich dachte ich, Sie würden das hier ernst nehmen. Mist. Sehr schade. Wir brauchen also tatsächlich noch das letzte Bild. Das ist aber ärgerlich. Wo sollen wir das denn jetzt herkriegen? Wir brauchen quasi ein Foto von Elysium. Dass wir dann Boso zeigen können. Ja, gibt's denn hier irgendwo Elysium zu sehen? Im Himmel? Nicht so wirklich. Die obere Aufstiegsstation? Das ist die obere Aufstiegsstation. Irgendwo da oben wartet das letzte Hochboot nach Elysium. Aber Elysium selbst haben wir nicht im Blick. Was? Ein Kuhfuß. Ah, mein Zweitlieblingswerkzeug. Gleich nach der Abrissbirne. Was ist denn ein Kuhfuß? Sieht aus wie ein Brecheisen. Kann ich das Brecheisen haben? Na klar. Ich meine, ja klar, Kumpel. Nimm ruhig. Wie? Wozu brauchtest du das überhaupt? Als Schuhlöffel. Verstehe. Aber seit wann fragt Rufus eigentlich nach? Also ist tatsächlich ein Brecheisen, aber was brechen wir denn jetzt damit auf? Die Kiste zum Beispiel. So ist kein Rankommen. Wie komme ich da hoch? Da müsste ich ja doch nochmal... Wagenheber. Der könnte dabei helfen, aber dafür brauche ich die 5 Slotti und muss mich zum Affen machen. Klopf, klopf. Macht nicht mehr auf. Wer weiß, wozu es gut ist. Mist. Ich dachte gerade, ich könnte Goon und June ein Baby schenken, aber nein, das kann ich ja nicht runtergeben. Zu schade. Tja, ich habe immer noch 4 Sachen jetzt, von denen ich noch keine Ahnung habe, wofür ich sie eigentlich brauchen werde. Hey, Lotti. Den kleinen Racker lasse ich nicht mehr aus den Augen. Es sei denn natürlich, jemand macht mir ein richtig gutes Tauschangebot. Na, Toni sicher nicht. Zur Strafe kommt er heute ohne Socken ins Bett. Hast du da ein Baby in deinem Mantel? Das ist Bosos kleiner Bruder. Ich passe auf ihn auf. Du tust... was? Sind seine Eltern denn übergeschnappt? Zufällig hält Mama Boso große Stücke auf mich. Sie hat mich quasi in ihre Familie aufgenommen. Okay, das akzeptiere ich als klares Ja. Gut, tja, mit Toni ist wohl auch nichts zu machen. Kann ich mit Lotti reden? Ja, du kommst schon, das Tor ist doch gleich da oben. Nein, das...
Das geht jetzt nicht! Ich muss warten, bis mein Tattoo abgeschwollen ist! Okay, aber man sollte öfter mal die Leertaste benutzen, wenn da neue Sachen auftauchen. Da schaue ich noch gerade einmal beim Strickladen vorbei. Nicht, dass ich hier irgendwas Neues verpasst habe. Oh, alt. Und bei Barry hat sich auch nichts geändert. Der Redakteur mit dem... Er sieht grimmig aus. Besser, ich störe ihn nicht. Ja, so habe ich mir das gedacht. Hier, ein Kind für dich. Ah, wie ich sehe, sind Sie ein junger Familienvater. Unsere Kinderabteilung befindet sich zwar noch im Aufbau, aber wir haben trotzdem schon jetzt eine große Auswahl für Frühaussteiger auf Lager. Ich empfehle die My First Rope Kollektion. Da wird der Strick aus garantiert hautschonender Schafwolle geknüpft. Ah, nein. Haben Sie da ein Baby in Ihrem Mantel? Ich weiß, das muss seltsam auf Sie wirken. Aber keine Sorge, es ist nicht von mir. Aha. Das macht es ja auch besser. Er sieht grimmig aus. Besser, ich störe ihn nicht. Jetzt, wo Barry nichts mehr zu tun hat? Kann er doch eigentlich den Job hier übernehmen, oder? Er hat schon einen Job. Er ist mein Biograf. Habe ich ihm das überhaupt schon gesagt? Ha, egal, er kann es ja nachlesen. Das haben wir echt... Meinst du, Tom? Wenn sich Barry... Was? Wenn sich Barry gut anstellt, darf er irgendwann mal meine Biografie abtippen. Ah ja. Ich rede nochmal mit den Mucks. Hallo nochmal. Ui, guck mal, Muck. Unser Freund der Landstreicher ist wieder da. Ach, vergesst es einfach. Das wird ja selbst mir zu blöd. Ich gehe. Okay. Einmal noch. Hi-ja! Ui, guck mal, Muck. Baby Boso spielt mit dem Ninja-Dress von seinem Cousin Erlek. Unsinn, Frau. Das ist doch nur wieder dieser Landstreicher. Meinst du? Na, dann bekommt er auch keinen Koffeinlutscher. Ich teste nochmal alle Kostüme durch. Und vielleicht kann ich ja Baby Boso da reinstecken. Ich kann meine Sachen immer noch trocknen, wenn mein... Nein. Diese Schmach werde ich garantiert nicht noch einmal über mich ergehen lassen. Schlimm genug, dass ich damals den Kindergarten wiederholen musste. Okay, einmal noch. Es brennt, es brennt. Oh, ich komme. Tatü, tata. Ui, guck mal, Muck. Baby Boso spielt mit der Feuerwehruniform von seinem Cousin David. Unsinn, Frau. Das ist doch nur wieder dieser Landstreicher. Meinst du? Na, dann bekommt er auch keinen Koffeinlutscher. Tja, da geht wohl auch nichts. Ja, was mache ich denn dann jetzt? Die singen immer noch, oder? Ich frage mich immer noch, wofür das gut ist, das Kanone abfeuern. Das muss doch irgendwas machen. Und wie jage ich dieser Frau die 5 Slotti ab? Wie komme ich an den Wagenheber mit der Kurbel? Äffchen, dem Drehorgelspieler. Ach, Moment mal. Das haben wir doch. Kann man damit nicht... Das kann man doch bestimmt auch als Kurbel benutzen, oder nicht? Der Held entleert sein Inventurbel. Schockschwere Not. Es fehlt die Kurbel. Im Wasser bildet sich ein Schwurbel. Der Held entleert schockschwere Not. Es fehlt die Kurbel.
Mehr Reime fallen mir nicht ein auf Kurbel. Außer natürlich Inventurbel. Ein hervorragender Reim. Du, hier, mach mal auf hier. Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache. Irisch. Ja, kann ich denn... Ich denke mal, da geht's raus. Aber da hinten geht's raus. Die Sicherung hier rausbrechen. Also wenn ich sie damit nicht rausbekomme, möchte ich Humpelfried heißen. Nee. Hey, Ruhe da hinten auf den billigen Plätzen. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Entschuldigung, Onkel Humpelfried. Ja, man muss doch irgendwie den Hebel hier blockieren. Hier führen? Ja. Das haben wir jetzt schon zu Genüge gehört. Was machen wir denn mit unserem ganzen Zeug? Was machen wir mit dem blöden Baby? Habt ihr das schon versucht, hier abzuliefern? Ich bin nicht interessiert an irgendwelchem Schnickschnack. Eine Teigtasche kostet 1 Lotti 25. Aber solange ich keine neue Aushilfe habe, bleibt die Fritteuse eh aus. Also bitte, ich wollte hier nur das Kind abliefern. Zum Arbeiten natürlich. Ist ja wohl nicht verboten, Kinderabend. Kinderabend? Kinderarbeit in Deponia. Huhu. Puh, keiner da. Ja wie? Seit wann muss man jetzt da hinlaufen? Ich würde schon gern das Baby nach unten geben. Huhu. Keiner da. Lüge. Na los, ihr kennt das Spiel. Kusch. Ich meinte, huhu, ich will es von oben machen. Huhu. Hä? Was gibt's? Kommst du voran? Klar. Und du? Und wie? Super, sag ich ja. Genau. Na, großartig. Die beiden wissen also ganz genauso viel wie ich gerade. Was bedeutet, ich mache erstmal eine Folgenpause, schaue mir vielleicht die alten Folgen nochmal an, um irgendwelche Hinweise zu finden. Auf jeden Fall, wenn ihr irgendwas wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Dann komme ich vielleicht auch mal voran. Wobei, das mit dem Baby hat ja funktioniert. Oh, sie fängt schon wieder Fliegen aus der Luft. Okay, alles klar. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.